Die Entwässerungsrohre lagen gestern noch verborgen unter der Moorwiese in Stötten im Ostallgäu. Heute holt der Bagger die Rohre an die Oberfläche und macht die Gräben dann wieder zu. So bleibt das Wasser in der Fläche, das Moor ist geschützt, die weitere Zersetzung gebremst. Simone Reiländer von der Allgäuer Moorallianz hat die Wiedervernässung mit organisiert. Das ist eine Fläche, die wir für den Naturschutz angekauft haben. Das heißt, da können wir auch modellhaft oder exemplarisch sowas machen ohne Probleme. In der Wiese verläuft einen guten halben Meter unter der Oberfläche ein Rohrsystem, vergleichbar mit einem Abwasserleitungsnetz in einem Dorf. Über Jahrzehnte hat es das Wasser aus dem Moor über Gräben in den Bach Geltnach geleitet. Jetzt ist damit Schluss. Das Moor kann sich erholen. Und dann beobachten wir die Entwicklung und auch, was passiert und wie man den Boden befahren kann. Hier wird auch beweidet. Auf dieser Wiese wird kein eiweiß- und energiereiches Gras für Milchkühe mehr wachsen. Hier braucht man Rinder, die anspruchslos sind und mit dem nassen Boden zurechtkommen. Die Nachbarwiese ist bereits seit 2 Jahren wieder vernässt. Die Tiere, die hier weiden, sollen im Lauf des Sommers auch auf die frisch wieder vernässte Wiese. Die Rinder gehören dem Stöttener Biolandwirt Stefan Schreier. Weidehaltung auf nassem Moor, das ist für ihn auch noch Neuland. Ich sage immer, du kannst nur was entwickeln, was du auch machst. Und nicht, wenn irgendein Konzept in der Schublade liegt, weil es geht immer irgendwas schief. Und dass nicht jeder die gleichen Fehler machen muss, finde ich halt solche Projekte toll. Die Tiere werden über den Sommer wenig Fleisch ansetzen. Der Zuwachs steht in keinem Verhältnis zum Aufwand. Deswegen bekommt Stefan Schreier auch eine Förderung für die Pflege dieser Naturschutzflächen. Deshalb finde ich solche Projekte halt wichtig, dass man mal rausfindet, vielleicht für die Politik, dass sie weiß, okay, wenn wir das und das wollen, dann müssen wir denen die und die Mittel oder Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Dass der Bagger alle Entwässerungsrohre entfernt, ist ein Sonderfall, der nur auf Naturschutzflächen vorkommt. Auf richtig landwirtschaftlich genutzten Moorflächen läuft die Wiedervernässung einfacher. Da hebt man den Wasserstand mit einem Stauwehr an. Die Entwässerungsrohre bleiben in der Erde. So kann man den Wasserstand regeln und zum Beispiel für die Ernte dann absenken. Die Wiedervernässung der Moore, ein Großprojekt für den Klimaschutz, das viele Landwirte noch lange beschäftigen wird.